Ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Von dem wahrscheinlich einschlagendsten Moment in meinem ganzen Leben. Der mich, soweit ich das von hier aus so zurückverfolgen kann, wahrscheinlich mehr geprägt hat, als irgendwas anderes in meinem Leben jemals das getan hat. Durch das ich zu dem geworden bin, was ich heute bin. Ich weiß, dass ich 16 war, als ich das erste Mal den Film Der große Diktator mit Charlie Chaplin von und mit und überhaupt Charlie Chaplin gesehen. Und da gibt es diese eine Szene, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen, mit der berühmten Rede, wo er vor einem Mikrofon steht und die ganze Welt ihn hören kann. Und ich war fassungslos, als ich das gesehen habe. In dem Moment ist so wahnsinnig viel in mir passiert, das kann ich nicht beschreiben. Ich habe Rotze und Wasser geheult. In dem Moment gingen mir Gedanken durch den Kopf, wie, wie kann das sein, dass es Leute gibt, die ein Mikrofon für irgendwas anderes nutzen als dafür? Und in dem Moment gingen mir Bilder durch den Kopf, die ich von irgendwoher kannte, von großen Konzerten, wo Leute mit Mikrofonen auf der Bühne standen und Tausende und Abertausende Menschen vor sich hatten. Und mir gingen Leute durch den Kopf, die das sehr wohl so genutzt haben, wie ein John Lennon oder etliche andere, Michael Jackson und hier, oh, willst du mich verarschen? Wie hieß der Sänger von den Doors? Egal. Fällt mir gar nicht an. Ist nicht so wichtig. Und in dem Moment ist in mir der Wunsch geboren worden, Rockstar zu werden. Ich wollte Rockstar werden, um die Gelegenheit zu bekommen, vor einem Mikrofon zu stehen und zu Tausenden und Millionen Menschen sprechen zu können. Und diese Nachricht, die, jetzt hätte ich schon fast Adolf Hitler gesagt, die Charlie Chaplin 1940 dann schon da irgendwie rausposaunt hat, aber die offensichtlich noch keiner so richtig verstanden hat. Immer noch nicht. Und jetzt ist 2020 und ich rede davon, weil es immer noch in meinem Kopf als nötig erachtet wird, über diese Dinge zu sprechen. Weil sie bisher offensichtlich immer noch nicht verstanden worden sind. Naja, ich wollte dann auf jeden Fall Rockstar werden. Und habe aber irgendwie verpasst, auch was dafür zu tun. Habe stattdessen mich von meiner Mutter in eine Schreinerausbildung stecken lassen und ins Arbeitsleben und Sklavenleben und bla bla bla. Und musste überhaupt erstmal lernen, was das hier ist. Und wie das vernünftig eingesetzt wird und wie man das benutzt, um sein Leben frei leben zu können. Das ist der Fried. Das hier ist die Grenze, an der es heißt, hör zu, leb du dein Leben, aber hier kommt, das ist mein Bereich. Danke. Das ist der Fried.
Das ist nicht einfach so mal irgendwann der Friedensfinger geworden. Das hier ist seit jeher ein Symbol für es reicht. Du kannst mich mal gern haben. Egal, was du von mir willst gerade, nein, gib es nicht. Ich möchte bitte mein Leben innerhalb dieses Friedens leben. Meine kompletten 20er Jahre habe ich gebraucht, habe ich vergeudet, um erstmal diese Basics zu lernen. 10 Jahre, die mich am Ende tatsächlich in die Klapse geführt haben. Weil ich genau das hier nicht konnte. Weil ich das nicht beherrscht habe. Weil ich meine Mittelfinger nicht unter Kontrolle hatte. Weil die einfach nicht rauskamen, wo sie hätten rauskommen sollen. Und damit tue ich niemandem weh. Das ist keine Beleidigung, wenn ich dir sage, danke für dein Angebot, irgendetwas in meinem Leben zu machen, aber nein, danke, ich möchte es nicht, ich möchte lieber was anderes haben. Das ist ja keine Beleidigung. Ist ja keine Beleidigung für den Aldi, wenn du, weil er näher ist, lieber im Lidl einkaufen gehst, oder? Na, rattert's gerade. Ich habe mich mit kurz vor 30 in die Klapse einliefern lassen, weil meinem Leben etwas ganz Entscheidendes fehlte. Und das war nicht nur die Kontrolle über meine Mittelfinger. Sondern genauso vergeblich, wie ich bei der Politik auf der Suche nach Logik bin, genauso vergeblich war ich damals auf der Suche nach dem Sinn. Gar nicht mal des Lebens als solches, sondern meines Lebens. Meine größte philosophische Frage war nicht, warum existieren wir? Sondern warum ich, wieso existiere ich? Was hat die Welt davon, dass ich existiere? Außer dass ich die ganze Zeit verbrannte Erde hinterlasse? Während ich innerlich Tag für Tag sterbe. So habe ich das damals empfunden. Heute lebe ich. Das ist für mich ein riesengroßer Unterschied. Und dann hat mal irgendwann Tschüss Pierre, ich habe leider nichts zu kiffen, ich muss auf Tabak. Glaube mir, dass ich mir heute wahnsinnig gerne einen gekifft hätte. Aber das hätte nichts geändert. Vielleicht würde ich dann jetzt auch immer noch nicht hier sitzen und die Fresse aufmachen. Ich glaube nicht. Ich glaube, da hätte ich mir einen gekifft, hätte irgendwann Facebook ausgemacht und hätte einfach, keine Ahnung, irgendein Computerspiel angemacht oder was weiß ich was. Gemalt, Hauptsache irgendwas, um mich da wieder rauszubeamen. Aber langsam fällt mir auf, dass von dem daraus beamen, so in dem Sinn von, ach, lass mich damit alle in Ruhe, wieso auch nicht weiterkommen. Also ich nicht. Ne?
Ich habe gar nicht mehr Sonne. Doch, jetzt. Ich muss nur einfach. Das ist alles eine Frage des Lichts, ne? Ich habe schon gedacht, wo sind meine Tränensäcke? Jetzt in diesem Moment bin ich dankbar dafür, dass ich heute nicht gekifft habe und nicht irgendwie es zu was anderem habe kommen lassen als genau zu diesem hier. Und es war eben einfach ein innerer Impuls, aus dem heraus ich einfach die Kamera angemacht habe, weil ich gesagt habe, Alter, das ist genau das, was in 2020 steht, was nötig war, damit es irgendwann mal anfängt sich zu ändern, nämlich dass wir alle uns vor unsere Webcams setzen, uns Maul aufmachen und sagen, was wir wirklich denken. Hier seht ihr mich wieder bei der Umsetzung, bei den Hausaufgaben, bei dem, was ich für sinnvoll erachte und definitiv sinnvoller als irgendwann irgendwo hinzufahren und darum mit Schildern zu laufen und zu sagen, ich finde das Leben scheiße, das ich lebe. Da kann ich protestieren und demonstrieren, wie ich will, wie scheiße ich das finde. Wenn ich das aber trotzdem weiter so lebe, dann ändert sich daran nichts. Deswegen bringen diese Demonstrationen von Ungemach, Protest, nichts. Sie demonstrieren nichts weiter als unseren Protest, der dummerweise auch noch eigentlich uns anspricht, weil wir die Dämmel sind, die das machen, was wir jeden Tag machen. Wir könnten ja auch durchaus was anderes tun, als wie gesagt bekommen. Ne? Ist ja nicht so, als wäre das alternativlos. Und im aller, im wirklich ganz, ey, im alleräußersten, im Notfall kann ich mich immer noch umbringen, bevor ich irgendwas anderes tue, was ich, wenn mir nichts anderes mehr bleibt, als ein Leben zu leben, das ich nicht leben will, dann kann ich mich auch immer noch umbringen. Auch das geht. Ich muss kein Leben leben, das ich nicht leben will. Das ist natürlich auch eine total verpönte Angelegenheit, so gerade so in esoterischen Kreisen. Ah, da fängst du wieder von vorne. Blech. Von vorn? Was ist denn von vorn? Mit meinem Wissensstand darüber, dass der Tod sowieso nur eine Pforte ist, die ich schon tausendfach durchschritten bin, macht das für mich überhaupt gar keinen Unterschied. In meiner Sichtweise löse ich dann die Connection mit dem Server Erde und bin automatisch irgendwo anders. Vor allen Dingen in meinem Bewusstseinsraum, in dem ich mich auch bewege, wenn ich schlafen gehe. Oder Tagträumen hinter irgendwo anders gerade bin als hier und jetzt. Ja, das ist es halt, das hier und jetzt, das zieht sich mit, ne? Das hier und jetzt ist nicht unbedingt immer bei unserem physischen Ich. Und das ist der Punkt, weil wir das eben nicht sind. Ja. Yvonne sagt's, Maul auf reicht nicht. In die Hände spucken, das eigene Leben ändern, Tag für Tag und Stück für Stück. Ja, so geht das. Und da braucht mir keiner kommen mit Bauri mitgehen, dann kannst du das nicht machen. Die Yvonne hat Kinder. Also zumindest eins. Und ich kenne genügend Leute, die das sehr wohl auch mit anderen Kindern. Ich habe heute noch von Lien erzählt, deren Sohn nicht geimpft ist, mit inzwischen 4 Jahren. Und die auch gewillt ist, einfach ins Ausland zu gehen, damit er nicht in die Schule gehen muss. Und die einfach keine Ausreden dafür hat, es nicht zu tun. Keine Bedenken, die sagen, ja, aber, ja, lassen wir uns halt alle. Was auch immer.
zwischen dem Leben leben, was ich nicht leben will, und mich umbringen lassen oder selber umbringen, ist für mich kein Unterschied. Das ist alles was, was ich nicht will. Ich möchte einfach mein Leben leben. Und genau deswegen mache ich das. Ja, Alruna. Alrun, Entschuldigung. Für die, die es nicht mehr bekommen, sie schreibt hier gerade, na, dafür braucht man keine Cam. Das sollte man immer tun. Maul auf, immer. Ja, aber bei bestimmten Sachen, die so überhaupt gar nicht gehört werden, wie zum Beispiel die ganze wirrige Rede, die in der letzten Stunde hier auf diesem Kanal zu hören war, und ich wette, das meiste davon habt ihr noch nicht im Fernsehen gesehen, sodass das jedem geläufig ist. Hilft eine Webcam sehr dabei, meiner Stimme zu einer Lautstärke zu verhelfen, obwohl ich weiterhin einfach in Zimmertemperatur hier reden kann. Raum, wie heißt das? Nicht Zimmertemperatur, Entschuldigung. Zimmerlautstärke. Und es ist schon ein bisschen erregtere Zimmerlautstärke, aber es ist, darf heute mal. Aber normalerweise bin ich in der Lage, einfach durch ganz normalen Gebrauch meiner Stimme, der mich nicht weiter irgendwie anstrengt oder sonst irgendwas, so laut zu sein, dass mich Leute am anderen Ende der Welt hören können. Und dabei hilft eine Kamera. Also vor allen Dingen hilft dabei das Mikrofon. Die Kamera hilft dabei, dass man mich auch noch sehen kann. Wenn man es möchte. Hab gehört, ist auch nicht jedermanns Sache. Muss ja auch nicht. Aber über diese Sachen, über die ich hier heute geredet habe, über Gehorsam und Ungehorsam und das eigene Leben leben und miteinander, vielleicht besser als gegeneinander parat zu kommen und solche Sachen, da sollte man viel, viel öfter mal drüber reden. Darüber sollten wir mal reden. Weil wir können nicht davon erwarten, wir können nicht erwarten, dass das die Politiker für uns tun und die Medien das dann berichten. Weil die das im Leben niemals tun würden. Solches Gedankengut ist so Bubu für die. Sowas darf eigentlich überhaupt gar nicht ausgesprochen werden. Sowas darf normalerweise noch nicht mal gedacht werden. Weil da geht ja dann funktioniert deren ganzes System ja nicht mehr. Die Frage ist, wer braucht deren verkacktes System, das vorne und hinten sowieso nicht funktioniert? Und an allen Ecken und Enden immer nur einfach nur kostet, kostet, kostet. Die Medien reden nicht drüber. Die Politiker reden definitiv nicht drüber. Die Frage ist, was tun wir? Und ich rede nicht erst seit heute Abend drüber. Und ich weiß, ich bin nicht der Einzige. Aber über diese Dinge sollten wir uns unterhalten. Über Ungehorsam. Und das heißt nicht, ich tue das Gegenteil von dem, was man mir verlangt. Sondern das heißt, ich tue, was ich für richtig empfinde. Und dann hilft mir eine einzige logische Erkenntnis. Dabei weder für mich noch irgendjemand anderen eine Bedrohung darzustellen. Und das ist einfach die logische Erkenntnis, dass wenn ich das, was ich tue, so mache, dass da keiner drunter leiden muss, dass das nicht auf Kosten von irgendwem geht, dass ich nicht jemanden verletze. Und ich rede nicht vom Ego. Aber dass ich Schaden anrichte, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich das, was ich mache, einfach so mache, dass es keinen Schaden anrichtet, dann kann ich tun und lassen, was ich will. Ich muss es doch einfach nur so tun, dass es keinen Schaden anrichtet.
dass dann jemand drunter leiden muss. Das ist nicht schwer. Das lernt man sehr schnell. Man bekommt sehr, sehr schnell Hinweise darauf, wann jemand da anfängt, wirklich drunter zu leiden, was ich mache. Ich rede nochmal, also nie, bloß weil jemand Scheiße findet, was ich mache, leidet der da nicht drunter. Das ist dessen Scheißproblem. Da kann ich dann auch so, ne, da kommt der Fried wieder, also danke für deine Meinung und ne. Ich muss dabei nur darauf achten, dass ein mir gegenüber gezeigter Mittelfinger, Friedensfinger, Fried, dass ich den nicht überschreite. Das ist keine hohe Kunst. Das ist nichts, wofür man 60 Jahre sich in ein Kloster setzen müsste oder sowas. Das ist was, was wir im Prinzip noch nicht mal lernen bräuchten, weil das was ist, was wir mit in diese Welt nehmen und es dann durch dieses System verlernen. Wie kommt das, dass jede andere Spezies in der Lage ist, so zu leben, nur wir nicht? Durch dieses System, durch den Gehorsam, durch diesen Energievampirismus. Und das muss aufhören. Und das können wir nicht von anderen fordern. Das müssen wir in uns selbst, tief drin, müssen wir anfangen, das aufzubauen. Und für mich war so der erste Schritt, der mir geholfen hat, das zu tun, die Kontrolle über meine Mittelfinger wiederzubekommen. Und zu wissen, wann ich die wie richtig einsetze. Ist euch das auch mal aufgefallen? Mir ist das irgendwann auch mal aufgefallen. So, da fing ich dann halt eben so an, so mal zu beobachten, was ich denn eigentlich so den ganzen Tag tue. Dass meine Hände so die ganze Zeit machen. Was das bewirkt, auch mal so ein bisschen aus der Distanz betrachtet. Warum ich das tue. Ja, und da war mir dann irgendwann klar, dass ich kaum anders konnte, als irgendwann in der Klapse landen, weil ich die ganze Zeit einfach immer nur gemacht habe, was andere von mir wollten. Wirklich, bis ich da war, ich war so ein, ich war so, ich hatte so ein Harmoniebedürfnis. Ich wollte es einfach allen um mich herum recht machen. Was dann zur Folge hatte, dass ich es niemandem recht machen konnte und einfach Menschen maßlos enttäuscht habe. Und mich selbst noch am allermeisten. Da war kein Sinn mehr. Da war nichts mehr. Ja, nichts. Und so macht das Leben dann auch keinen Sinn. Da ist kein Wunder. Also wer sich nach dem Sinn im Leben fragt, der braucht sich nicht am Sinn des Lebens, der hört einfach auf zu gehorchen. Da kommt der Sinn des Lebens selber automatisch wieder zurück. Der liegt darunter verbuddelt unter dem ganzen Scheiß. Den braucht keiner suchen. Hör auf zu gehorchen und dann glaubst du gar nicht, wie schnell du auf einmal, ohne damit zu rechnen, wie vom Schlag getroffen da vor dem Sinn deines Lebens stehst. Und auf einmal wieder weißt, wofür es gut ist, dass du geboren bist. Weil was tun kannst, statt tun zu müssen. Allein das ist schon so ein riesengroßer, da liegen Welten zwischen. Pierre schreibt, bin doch noch hier, warte, bis Domian gleich kommt. Gibt's den noch? Da ruft er dann mal an und erzählt, was der Bauch wieder mal vom Stapel gelassen hat. Gib's dann in deinen eigenen Worten wieder. Gucken, was der Domian dazu sagt. Ob der die Zusammenhänge zwischen Ungehorsam und Unglück kennt. Du weißt schon, ne? Gehorsam und Unglück. Ob die dem geläufig sind. Dann kannst du einen netten Gruß von Bauchi bestellen, einen Freund vom Nöll, der sein Cousin war.